Wir sind heute im Schulhaus Leutschenbach an der Prämierung des Ideenwettbewerbs «Schulen der Zukunft». 51 Schulen in der ganzen Stadt Zürich haben Projekte und Produkte eingegeben für den Ideenwettbewerb, wie sich Kinder und Jugendliche die Schule von der Zukunft vorstellen. Wir sind völlig überwältigt von diesen Eingaben und haben es geschafft, dass wir das Budget noch ein bisschen ausdehnen können, damit wir 9 Schulen auswählen können. Die Preise haben sie heute bekommen, haben mega Freude gehabt. Sie gehen jetzt skydiven, sie gehen in Zoo übernachten oder viele andere Sachen. Und hoffentlich haben die Kinder viel Freude damit. Das ist unser Logo, also das heisst Sputnik. Das steht für Sport, Natur und Technik. Und das bedeutet Lernen mit Spass. Also ich meine, also es hat echt richtig Spass gemacht mit der ganzen Klasse, das ja, zu machen. Wir sammeln jetzt alle Erkenntnisse. Es wird einerseits ein Kompendium erstellt, das dann öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Und die wesentlichen Ideen und Vorschläge der Schülerinnen und Schüler werden zusammengefasst und der Zürcher Schulpflege als obersten Entscheidungsgremium vorgelegt, damit wir es weiterhin nutzen können. Es ist unglaublich Begeisterung vorhanden gewesen und ich habe auch gesehen, wie gewählt, dass sich die Schülerinnen und Schüler ausgedrückt haben, wie viele Eigeninitiativen das sie gebracht haben. Das ist also beeindruckend, das Kreativitätspotenzial. Und ich hoffe, dass wir einen kleinen Teil oder auch einen grösseren Teil mitnehmen in die Schulentwicklung. Ich bin begeistert. Wir verfolgen die Ideen weiter und sind gespannt, was wir in dieser Machbarkeitsstudie nachher aus diesen Ideen können übernehmen können. Aber es hat gezeigt, die Stadt Zürich hat sehr innovationsstarke Schulen. Vielen Dank für alle Einreichungen.